Hey Leute, heute wollte ich etwas Neues probieren. Ich werde ein Märchen von den schönsten Märchen lesen. Ich nenne es Geschichtezeit mit Herr Antrim. Okay, ab geht's. Rotkäppchen von den Brüdern Grimm. Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sich nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch, sittsam und lauf nicht von dem Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst du das Glas, und die Großmutter hat nix. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen, und guck nicht erst in alle Ecken herum.« »Ich will schon alles gut machen«, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf. Wohin auch so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke und die schwache Großmutter etwas gut tun und dann damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine Viertelstunde weit im Wald, unter den drei großen Eichelbäumen. Da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken. Da wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide erschnappst.« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig draußen in dem Wald.« So dieses dumme Mädchen lief hin und her in dem Wald und nahm ein paar Blumen. Sie sagte, dass die Großmutter sie mögen wird. In der Zwischenzeit aber ging der Wolf zu der Großmutter. Er aß sie, als sie in dem Bett lag. Der Wolf lachte sich tot. Der Wolf war auch Transvestit und zieh die Kleidung von der Großmutter an. Er war müde, und so legte er sich in das Bett der Großmutter. Das Rotkäppchen kam in das Haus herein und sagte: »Oh, du hast aber große Augen, Großmutter.« Der Wolf sagte zurück: »Ja, aber ich kann mit ihnen nicht gut sehen.« »Du hast auch große Ohren«, sagte das Rotkäppchen. »Ja, aber sie fangen den Tod nicht so gut in meinem Alter«, sagte der Wolf. »Du hast auch ein großes Maul«, sagte Rotkäppchen. »Ja, damit geht's aber gut. Ich kann noch fressen. Jetzt bist du dran«, erwiderte der Wolf. Dann verschlang der Wolf Rotkäppchen. Der Wolf war jetzt zufrieden und war ganz voll. Er hatte sich so satt gegessen, dass er einschlief. Er schnarchte so laut. Wenn es andere Leute in der Nähe gab, konnten sie ihn hören. Ein Jäger kam vorbei und hörte das Schnarchen. Er kam in das Haus hinein und sah den Wolf. Er dachte, der Wolf konnte die Großmutter gefressen haben. Ich weiß nicht warum, aber er dachte auch, dass die Großmutter noch lebendig sein konnte. Er schnitt den Bauch des Wolfes auf, und die Großmutter und Rotkäppchen waren noch lebendig. Wie geht das? Ich weiß nicht, es macht keinen Sinn. Der Wolf musste so wie eine Schlange seinen Maul aufgemacht und die beiden in einen Schluck aufgefressen. Das heißt, dass dieser Wolf ein riesengroßer Wolf war. Er hat zwei ganze Leute in seinem Bauch. Wie konnte das Bett den Wolf stützen? Das Bett musste auch ganz groß sein. Okay, zurück zu der Geschichte. Als die Großmutter und Rotkäppchen rausgekommen waren, wachte der Wolf nicht auf. Er schlief noch. Rotkäppchen hatte eine gute Idee. Es legte viele Steine in den Bauch des Wolfes. Der Wolf wachte auf und wollte fortgehen. Er stand auf, und weil die Steine so schwer waren, fiel er tot zum Fußboden. Ich glaube, es ging ein bisschen anderes. Es gab ein großes Loch in dem Bauch des Wolfes, und er blutete so viel, dass er starb. Diese Steine waren nicht nötig. Was nötig war, war ein Mopp und ein neues Bett für die Großmutter, weil es so viel Blut auf dem Fußboden und dem Bett gab. Warum dachten die Brüder Grimm nicht daran? Warum hielten sie nicht nur ein bisschen auf der Wirklichkeit und Glaubwürdigkeit? Dieses Märchen macht keinen Sinn. Ich hasse dieses Buch. Ich bin fertig. Tschüss.